Ich freue mich sehr auf meinen Gast heute, denn wir haben uns vor einigen Monaten kennengelernt. Ein sehr beeindruckendes Leben und eigentlich passt sie gar nicht in diesem Schrank, weil dieser Sendung heißt noch alle Tassen im Schrank, Aufrufezeichen, Fragezeichen. Aber auf jeden Fall, unsere Dilek hat alle Tassen im Schrank. Herzlich willkommen, Ja, Dilek Gürsoy. ich freue mich. Vielen Dank. Das wird Ich gut darf heute. Dilek sagen, ne, Dilek? Ja, natürlich. Ikone der Herzchirurgie und die erste Frau in Europa, die eine Transplantation gemacht hat mit dem Kunstherz. Das ist schon mal ein Visitenkärtchen, Dilek. Ja, das stimmt. Wobei ich diese Implantation war ja schon 2012 und da steckt viel, viel Arbeit davor und noch mehr Arbeit danach. Es liegt mir einfach am Herzen, Alternativen zur Herztransplantation zu bieten. Und daran arbeite ich seit 10 Jahren und ich hoffe, es glückt uns dann hoffentlich bald. In eine absolute Männerdomäne. Und hast du auch manchmal in deinem ganzen Werdegang im Krankenhaus auch nicht mal gedacht, haben die hier noch alle Tassen im Schrank? Also, das habe ich immer gedacht und die haben die auch zum Teil gar nicht alle im Schrank, die Tassen, die Herren. Das ist wirklich so, weil es ist schon eine Männerdomäne und sie sind so in ihrer eigenen Welt und wir Frauen müssen so uns ein bisschen damit so ein bisschen anpassen. Das habe ich auch getan. Es fiel mir in dieser Zeit vielleicht nicht so schwer, weil man so begeistert war vom Fach oder man ist es ja immer noch, aber man will was lernen. Man ist angewiesen auf die Mentoren, die da sind und das waren halt nun mal vornehmlich Männer. Jetzt, wo man aber ein bisschen erfahrener ist, selbstbewusster ist und Visionen hat, dann merkst du erst, dass diese Herren wirklich nicht alle Tassen im Schrank haben. Es muss sich was ändern. Ich gebe meinen Teil dafür oder trage meinen Teil dazu bei, das zu ändern. Das System ist wirklich sehr, sehr starr und stur. Als Frau, wie gesagt, musst du immer ein bisschen mitgehen, aber irgendwann ist auch genug und ich möchte es der nächsten Generation einfach ein bisschen einfacher machen, das ganze Leben. Ja, weil es gibt tatsächlich in Deutschland nur 5% Frauen in die führende Position in der Herzchirurgie. Woran liegt das denn genau, Dilek? Lassen die einem nicht zu oder nehmen uns mal mit in so eine Hierarchie? 5% der Führungsposition ist tatsächlich nur in der Chirurgie, also in der allgemeinen Chirurgie. Bei uns in der Herzchirurgie haben wir keine einzige Chefärztin. Wir haben viele gute Chirurgen in leitenden Positionen. Und die Welt ist halt so strukturiert, dass in der Herzchirurgie, dass dir schon als Studentin dieses Fach so madig gemacht wird, obwohl es eine sehr ästhetische und filigrane Arbeit ist. Dann wird gesagt, zu viel Arbeit, zu viel körperliche Arbeit. Du musst 12 bis 15 Stunden am Tag arbeiten. Kein Kind, kein Mann, kein Privatleben. So fängt es ja schon an für jede Studentin, die irgendwie einen Hauch von Interesse hat. Dann wird es dann sofort wieder schon eingedämmt. Das war bei mir ja nicht anders. Und das geht immer noch so weiter. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren in diesem Fach drin. Und es ist immer noch dasselbe Schema, ja. Die Studenten kommen an den Tisch und dann wird dasselbe gesagt, was mir vor 20 Jahren gesagt worden ist. Und keiner erzählt von den schönen Seiten des Lebens, sage ich mal. Auch in der Klinik. Es macht Spaß, Menschenleben zu retten, das Herz zu reparieren, eventuell dann zu ersetzen und den Menschen ein neues Leben zu bieten. Es wird immer nur vom Negativen gesprochen und nie vom Positiven. Und das will ich ändern halt mit meiner Arbeit und mit dem, was ich auch in der Medienwelt die letzten 2,5 Jahre auch tue. Die Frauen vornehmlich dafür begeistern, dass es ein sehr, sehr tolles Fach ist. Wir müssen also erstmal anfangen, gut über dieses Fach zu reden. Natürlich ist das System halt noch sehr männlich strukturiert, weil Männer in Führungspositionen sind. Teilzeit ist kein Thema bei uns. Kindergärten kommen jetzt so langsam peu à peu rein in die Kliniken. Aber auch sonst ist es halt mehr auf den Mann strukturiert, das Ganze. Das muss man ändern und dafür müssen wir Frauen aber auch, die gut sind oder von sich behaupten, sie sind gut, müssen diese Führungspositionen auch in Anspruch nehmen und sagen, ich bin hier, ich bin auch gut und ich kann das auch. Und da will ich die Frauen auch ein bisschen motivieren, das zu machen, denn sonst wird sich nichts ändern so einfach. Also ist es eigentlich eine Abschreckmethode? Fang bloß nicht damit an, weil für dich als Frau ist es einfach viel zu schwer. Ja, das ist eine tatsächlich Abschreckmethode von Anfang an. Aber wie gesagt, auch für Frauen. Ich habe damals, als ich noch so jung war, keine Frau erlebt, die dann auch irgendwie positiv geredet hat. Auch selbst die Frauen waren verbraucht und verbrannt und hatten die Schnauze voll. Das waren aber auch so Frauen, die schon 40 waren oder Anfang 40, eigentlich schon viel erreicht haben, also für ihre Verhältnisse, so dachte ich.
Und selbst die haben dir das auch schlecht geredet. Und das fand ich halt komisch. Ich dachte, wieso? Du hast es doch jetzt als Frau so weit geschafft. Wieso machst du mir jetzt das Ganze so madig, das Ganze? Ja, und es ist es gar nicht, ja. Es ist auch immer eine Sache, eine Charaktersache. Das habe ich dann mit der Zeit dann auch gelernt. Wie bist du selber groß geworden? Wer hat dich erzogen? Was sind deine Werte? Was sind deine Ziele? Und das ist bei jedem anders und das muss man auch der jungen Generation auch so vermitteln, dass jeder so seine Vision haben muss. Jeder muss nicht immer diesen Weg gehen, den ich zum Beispiel gehe oder den andere erfolgreiche Frauen gehen. Jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat sein eigenes Schicksal und das können wir ruhig auch ein bisschen fröhlich daherreden, ja, und nicht immer so depressiv daherkommen. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist, glaube ich, auch das, was mich so ausmacht. Ich hatte natürlich auch schwierige Zeiten, harte Zeiten, ohne Frage. Das Fach ist sehr schön, aber auch anstrengend, wie jeder andere Beruf auch. Man soll nicht glauben, dass zum Beispiel die internistischen Kolleginnen es einfach hätten oder die neurochirurgischen oder die urologischen oder die gynäkologischen. Wir haben alle einen harten Weg. Es kommt auf uns an, was wir daraus machen. Und natürlich auch auf unser Umfeld, wer ist gerade da, was für ein Glück haben wir, wen treffen wir jetzt gerade. Und ich hoffe, dass ich für einige ein Glück bin und denen etwas Gutes vermitteln kann. Aber du hast ein Buch geschrieben, ich stehe hier, weil ich gut bin. Ich finde das einen super Titel übrigens, weil es ist ganz klar, was du damit aussagen willst. In diesem Buch gibst du auch Frauen positive Einblicke in diese Herzchirurgie und pusht du eigentlich auch Frauen, die diese Qualitäten haben, darin weiterzumachen? Ja, unbedingt. Uns wird ja Frauen sehr schnell, nicht nur in der Herzchirurgie generell beigebracht, bloß dich nicht selber loben, ne? Bloß nicht erzählen, wie gut du bist. Das sollen doch andere über dich erzählen und so weiter. Ist ja alles schön und gut. Aber kann man lange warten. Genau. Oder wenn du noch nicht so weit bist, dann fast jeden Tag kommt da vielleicht Lob. Aber nach einer gewissen Zeit und dann erst dann, wenn du wirklich gut bist und die deine Gegenüber dich als Konkurrenz höchstwahrscheinlich sehen, dann sagt keiner so etwas. Du bist gut, du bist toll, geh nach vorne. Dann muss man das leider Gottes auch selber tun. Aber ich lege auch sehr großen Wert darauf, dass wenn man so etwas sagt, auch dahinter stehen kann. Ne? Also, dass wir das jetzt nicht erzählen, weil jetzt ein schöner Tag ist, sondern wir müssen schon eine Arbeit geleistet haben und es wird immer der Tag kommen, wo wir auch beweisen müssen, dass wir tatsächlich gut sind. Ich kann das. Ich habe mein Vertrauen in meine Fähigkeiten, in meine Erfahrung. Das kann ich auch ruhigen Gewissens sagen, ohne überheblich zu wirken. Ich bin gut. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch sehr gut, was ich nicht kann. Dazu neigen wir Frauen schon eher, dass wir sagen können, das kann ich nicht, das gebe ich lieber ab. Und das zeichnet uns auch aus, uns Frauen. Und wir müssen einfach noch ein bisschen nach vorne kommen und sagen, ich bin der Star, ne? Und nicht nur das Sternchen hinter dem Star. Denn es gibt so viele, viele gute Frauen, die noch besser sind als ich, die noch besser werden können als ich. Und die muss man einfach nach vorne bringen. Und wie gesagt, wenn es kein anderer für dich macht, dann musst du es halt selber tun, ohne überheblich zu wirken. Aber es ist natürlich schon schön, dass du schreiben kannst, ich stehe hier. Und ich bin gut, wie in der Fernsehbranche ist es oft so, dass man nicht mehr dasteht, aber in einen Schrank sitzt mit vielen Tassen, um dem Fach noch auszuüben. Da gibt es Berufsrichtungen, die genauso sind. Aber ich glaube schon mit der Verantwortung von Herzchirurgin, weil das Herz ist im Prinzip der Basis des Lebens. Wie war das für dich, wo du da zum ersten Mal diese Operation durchgeführt hast? Diese erste Herztransplantation für dich? Ich habe ja vorher diese Operation zig Male mal assistiert. Vielleicht habe ich auch nur einen Teil vorher gemacht und den Rest vielleicht der erfahrene Kollege. Das erste Mal komplett alleine, ohne so ein Schutzbrett, das war aufregend, aber hatte auch viel mit Ehrfurcht und Demut zu tun. Ich war mir ja sicher, sonst hätte ich mich nicht daran gewagt, an diese Operation ganz alleine mit einem etwas unerfahrenen Assistenten. Mhm. Ich war mir meiner Sache also schon ein bisschen schon sicher, dass ich das auch packe. Das Einzige, was mich halt immer so ausmacht und weshalb meine Operation auch immer so gut verlaufen ist, die Tatsache, dass ich wirklich alles sehr, sehr vorsichtig immer angehe. Weil wirklich, es kann auch bei der noch so einfachsten Operation so viel schief laufen. Ich habe immer doppelten Netz und Boden, weil ich weiß, was passieren kann bei der ganzen Sache. Bin bei jedem Stich behutsam. Verfalle auch nicht während der Operation in irgendwelche Euphorie, weil jetzt ein Schritt gut gelaufen ist, weil es kommen noch andere 5 Schritte, die schief laufen können. Also die von Anfang bis Ende ist Ehrfurcht ein sehr großes Thema bei mir bei solchen Operationen. Aber auch Demut, weil wir wissen, was wir diesem Patienten hier gerade jetzt antun. Vielleicht helfen wir ihm und den Angehörigen, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es in dem Moment nicht. Klar, faktisch schon. Das kranke Herz kommt raus und ein künstliches Herz kommt rein. Aber das ist ja nicht alles. Wird der Patient zufrieden sein? Werden
keine Komplikationen auftreten mit den anderen Organen, während die Angehörigen damit klarkommen. Das sind alles so Sachen, die bei mir durchrattern. Und wenn ich dort arbeite, ist das alles im Hinterkopf bei mir, dass ich sage, jetzt musst du ganz ruhig bleiben, lässig bleiben, aber auch nicht zu aufgeregt sein, weil das muss jetzt hier alles zügig und schön zu Ende gehen, damit das alles einen Sinn hat. Also das sind alle diese Faktoren, die einem durch den Kopf gehen. Wie gesagt, eine Kunstherz-OP ist schon eine Sache. Eine Sache an Hund. Jutta! Psst, psst. Der sieht einen Hund vorbeigehen. Der ist immer dabei. Sehr gut, ich sehe das immer auf deinen sozialen Netzwerken. Ich mag Hunde. Besser als Katzen. Ich liebe sie über alles, ja. Dilek, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Herzoperation. Du stehst da, du nimmst also das Herz raus und ein Kunstherz ist genauso groß wie das Herz, was drin war. Aber da gibt es noch nicht die perfekte Entwicklung zu. Ne? Mhm. Genau, wir haben zwei Möglichkeiten, wie man ein krankes Herz unterstützen kann oder ersetzen kann. Es gibt ja bei dem normalen Herz einmal eine linke Herzkammer und einmal eine rechte Herzkammer. Und vornehmlich ist immer die linke Herzkammer betroffen. Und ist nur diese betroffen, kann man diese kranke Kammer mit einem Herzunterstützungssystem unterstützen. Die Systeme sind klein, die sind geräuschlos, es führt nur ein Kabel aus der Bauchdecke. Und die Tasche ist auch nicht so schwer, so wie eine kleinere Frauenhandtasche. Und die Akkus halten so ungefähr bis 14 bis 15 Stunden. Wenn aber auch die rechte Herzkammer betroffen ist, also sowohl die linke als auch die rechte Herzkammer so stark betroffen ist, dass sie nicht von selber gut arbeiten kann, dann kommt der Einsatz des totalen Kunstherzens. Und dieses totale Kunstherz ist halt noch immer mit Luftdruck gesteuert, sprich pneumatisch, also 70 Dezibel laut. Ach. Das heißt, genau, zwei fingerdicke Kabel führen aus der Bauchdecke und der Antrieb, den der Patient mit sich tragen muss, ist 7 Kilo schwer. Und wir haben im Jahr 2020 halt nur ein verfügbares totales Kunstherzsystem, was wir implantieren dürfen. Ich finde das halt so fatal. Es gibt Forschergruppen, die an neuen Systemen totalen Kunstherzen arbeiten, die geräuschlos sein sollen, die kabellos sein sollen, aber es ist halt noch nicht so weit. Das braucht noch sicherlich noch seine 5 bis 10 Jahre, bis die ersten besseren Systeme auf den Markt kommen, wo wir auch eine richtige Alternative für die Herztransplantation bieten können. Die gibt es halt eben noch nicht. Und deshalb muss man noch unbedingt werben für Organspende, weil, wie gesagt, das aktuelle System ist nur eine Übergangslösung bis zur Transplantation. Wie gesagt, viele Forscherteams auf der ganzen Welt geben ihr Bestes, neuere, totale Kunstherzen zu entwickeln. Wir sind auf einem guten Weg. Ich trage auch meinen Teil dazu bei und bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch bald kommt. Nun haben wir in den Niederlanden gerade im Sommer ein Gesetz in Gang gesetzt, dass wir also als Holländer müssen wir, wenn wir es jedenfalls nicht unterschreiben, dass wir es nicht wollen, wenn uns was passiert, Organen spenden. Mhm. Es sei denn, dass man sagt, nee, das möchte ich nicht. In Deutschland ist das nicht der Fall. Gibt es denn immer noch eine große Problematik für diese Organspende? Weil viele Menschen warten ja sehr lange darauf. Ne? Mhm. Genau, also wir haben über 1000 Patienten, die auf der Herztransplantationsliste sind und knapp über 300 kriegen halt jährlich eine Herztransplantation. Natürlich sind die Organspender hier wenig in Europa. Leider haben wir diese Widerspruchslösung nicht durchbekommen wie in Holland. Ja. Wir haben die Zustimmungslösung. Ich war auch definitiv für die Widerspruchslösung. Aber gut, da momentan der goldene Standard in der Therapie dieser schwerstkranken Patienten immer noch die Herztransplantation ist, müssen wir dafür werben, ohne Frage. Aber ich finde das als Herzchirurgin hinterweltlich, dass wir noch immer in diesem Jahr darüber diskutieren müssen, dass wir darauf angewiesen sind, dass ein anderer sterben muss, damit ich weiterleben muss. Und ich finde, das kann es nicht sein. Die Technik gibt es ja in diesem Jahrhundert. Wir haben die besten Ingenieure, wir haben die besten Chirurgen. Wir sind dabei, gute Labore aufzubauen. Und deshalb müssen wir unser Augenmerk einfach auf die Alternativen legen, damit wir nicht über diese Gesetze debattieren müssen, auch in den nächsten 20 Jahren. Das wäre fatal für mich oder überhaupt für die Menschheit, weil wir haben schon Leute, die auf dem Mond fliegen. Wir haben Autos, die von alleine fahren. Kriegen wir nicht so ein Organ hin, das verschleißfrei und irgendwelche Komplikationen über 8 bis 10 Jahre läuft? Finde ich, das geht schon. Man braucht nur einfach die Investition. Und wir haben auch gerade in dieser Pandemie gesehen, hat man Geld, hat man auf einmal sehr schnell gute Impfstoffe. Das wissen auch alle anderen, die an diesem Hebel sitzen, die das bewirken können. Nun muss man sie halt ein bisschen mehr schubsen und dazu bewegen, dass man Geld in die Forschung reinsteckt. Das tun natürlich viele. In die Krebsforschung wird viel Geld reingesteckt, in andere Forschungen auch. Aber eben muss man auch halt in diese Alternativen für Organtransplantation Geld reinstecken, damit wir auch weiterkommen. Und vielleicht gerade jetzt
Dilek, weil ich habe gelesen, dass dieses Covid nicht nur auf die Lunge geht, aber auch auf dem Herzen. Ja, wenn ein Keim den Körper befällt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es alle anderen Organe auch befällt. Ja? Das ist genauso, wenn wir eine Infektion an einer Schnittwunde am Finger haben, dann geht es über Blut und so weiter, dann erreicht es auch alle anderen Organe. Das ist also eine logische Konsequenz, dass nicht nur Herz und dann Lunge und Gehirn und Leber, Nieren dann auch dann betroffen werden. Und deshalb sage ich ja auch, diese ganzen wir sind jetzt ganz stolz, dass der erste Impfstoff hier aus Deutschland kommt, was ich super toll finde. Mhm. Aber was die Kunstherzen betrifft, sind wir leider auf die Amerikaner voll angewiesen. Also das heißt, wenn irgendetwas passiert und es greift nur noch das Herz an, ja, irgendein Virus, dann müssen wir schauen, dass uns die Amerikaner auch schön mit uns ihren Kunstherzen uns beliefern. Daran denkt ja irgendwie keiner. Diese Unabhängigkeit ist wichtig, nicht nur was die Masken betrifft, nicht nur was Handschuhe betrifft, sondern auch was die höchsten technischen Alternativen in dieser Therapie betrifft. Da müssen wir uns auch unabhängig machen. Und man muss nicht immer auf das Schlimmste erst warten, um dann aktiv zu werden, dann erst Systeme herzustellen, die in Europa entwickelt werden. Naja, du hast es gerade angesprochen, wenn Druck dahinter steckt, entwickelt sich sowas ganz schnell. Aber wenn das so ein bisschen so eine Sache wird von, ach, das funktioniert doch auch so, dann steht man wieder hinten in der Reihe. Ne? Aber du bist eine Vorkämpferin dafür, dass das ganz schnell und professionell gemacht wird, dass wir nicht mehr immer von diesen Organspenden abhängig sind. Genau, also ich bin jetzt gerade wieder aktiv mit dabei, weil die Arbeit natürlich jetzt wieder nach Corona noch mehr Schwung genommen haben. Mir wäre es aber trotzdem lieb, wenn ich jetzt nicht nur 2 oder 3 Mal im Monat in diesem Labor bin, sondern halt jeden zweiten Tag, damit wir auch wirklich einen Fortschritt zügig sehen. Das Ganze, wie gesagt, ist aber ein einziges Problem und das ist das Geld. Wie gesagt, die Ingenieure sind da, die Chirurgen sind da, Chirurginnen sind da, das Labor ist da. Nur fehlt es uns an halt Geld, dass wir halt jeden zweiten Tag so einen Versuch durchführen können und dann bessere Ergebnisse liefern können. Ich kann nur dahingehend appellieren, dass immer noch die Herzerkrankungen die Todesursache Nummer 1 sind und dass wir dahingehend noch mehr forschen müssen. Wie gesagt, was die nicht-invasiven Methoden angeht, wie Medikamente, wie kardiologischen Stent-Untersuchungen, Katheteruntersuchungen, auch alles wichtig. Aber wir müssen immer auch an diese schwerstkranken Patienten denken, die immer mehr werden, weil wir älter werden, weil das Herz am Anfang gut therapiert wird, besser therapiert wird, aber am Ende ist immer Schluss. Ne? Irgendwann kann das Herz trotz der guten konservativen Therapie auch nicht mehr. Und dann müssen die Alternativen eigentlich her. Und ich sage, es betrifft auch sehr, sehr viele junge Menschen. Und das muss man immer vor Augen halten, denn ich als Herzchirurgin habe diese Patienten alle vor Augen, immer noch jeden Einzelnen, der es geschafft hat, der es nicht geschafft hat. Und das prägt mich natürlich. Und deshalb muss ich als erfahrene Herzchirurgen darüber reden und nicht irgendeiner, der Interesse vielleicht dafür hat. Ich glaube, das ist auch so wichtig, dass so Leute, die wie wir, die damit in Berührung sind, darüber erzählen, damit die Leute es dann besser packen können. Weil dieses Virus auch teilweise auf dem Herzen geht, wie macht die Bundesregierung das? Reden Sie mit Ärzten, um ihre Entscheidungen zu treffen oder nur mit das RKI oder sind da Ärzte angeschlossen? Oder wie funktioniert gerade dieses Covid-System? Mhm. Ich bin nicht aktiv mit dabei. Mich fragt keiner, aber es muss auch keiner, weil dieses Thema ist auch nicht mein Spezialgebiet. Ich finde, es sollten Leute gefragt werden, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen. Und das tut es, glaube ich, die Regierung auch, indem es halt bestimmte Virologen, bestimmte Epidemiologen und Immunologen anspricht. Sicherlich gibt es ja für jedes Fach eine Gesellschaft, wie bei uns bei der Herzchirurgie, die Herz-Sorg-Chirurgische Gesellschaft. Und auch bei den Virologen sicherlich auch so. Und die werden sicherlich mitgefragt. Das RKI ist natürlich ein ganz großes Thema. Aber ich glaube, sie haben auch ihre Stellen. Also ich weiß, dass immer diese Gesellschaften angefragt werden, diese entsprechenden Fachrichtungen, die Spezialisten alle zusammengesucht werden, viel Studie recherchiert wird, viel Studie gemacht wird und dann diese Entscheidungen dementsprechend getroffen werden. Und das ist bei uns in der Herzchirurgie auch so. Manchmal erwischt man nicht immer den Spezialisten, auch wenn er vielleicht die beste Position in einem Klinikum hat, muss er ja nicht immer auch der Beste sein. Es gibt so viele, die im Hintergrund sind. Gut, man kann sie aber nicht alle in den Vordergrund rücken. Man kann sich halt vielleicht dann melden, wenn man wirklich meint, man kann dieses Thema sehr, sehr gut. Wenn irgendeine Debatte losgeht mit Kunstherzen oder Kunstherzforschung, dann melde ich mich sofort. Ja. Eine persönliche Frage von mir, Dilek. Ich habe gerade in den letzten 2 Jahren einige
liebe Freunde verloren an diesem Krankenhauskeim. Mhm. Du hast gerade über den Keim geredet. Warum sind die Krankenhäuser heute noch so, dass die Keimen auch dort doch sehr gutes Feld haben und wirklich sehr viele Patienten in Deutschland dran sterben? Weil wir in Holland haben wir ganz spezielle Aircos eingebaut in den Krankenhäusern. Liegt das, weil es in Deutschland viele ältere Krankenhäuser gibt? Oder woran liegt dieser Unterschied? Also es kommt alles zusammen. Wir haben sehr, sehr viele alte Gebäude hier in Deutschland. Wir haben zwar die modernste Technik und Ausrüstung. Sicherlich kommt dieser Faktor natürlich alte Krankenhäuser, alte Gebäude. Dann natürlich unser ganz großes Problem des Personalmangels in der Pflege. Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass in den schwierigsten oder härtesten Zeiten eine Intensivschwester vielleicht 3 bis 4 Patienten auf der Intensivstation versorgt hat. Das kann es ja nicht sein. Und wir haben immer Holland als Beispiel genannt, dass bei einem infektiösen Patienten immer eine 1:1 Betreuung existiert. Ja. Das heißt, eine Pflege, eine Schwester für einen infektiösen Patienten, das ist hier in Deutschland nicht immer überall gegeben. Das wäre auch fatal, das zu leugnen, denn das ist ein Fakt. Und das ist auch ein Thema, das auch die Pflege betrifft, weil sie gefährden sich ja dann natürlich auch. Bei Covid sieht man jetzt, alle haben Mundschutz, alle haben Masken, alle haben richtige Utensilien. Es gibt aber auch andere schwere Keime, da hat man diese Utensilien nicht. Ne? Und das sind diese ganz, ganz großen Faktoren. Personalmangel, alte Gebäude, alte Räumlichkeiten. Die Intensivstationen sind nicht so strukturiert, wie man es gerne hätte. Jeder in einer Einzelbox. Wenn Sie Pech haben, liegen Sie zu viert in einem Zimmer auf der Intensivstation und Sie trennt nur so eine Trennwand. Das kann es alles nicht sein. Also die Bedingungen müssen sich auch ändern in den Krankenhäusern. Jeder versucht digital etwas aufzubauen, jeder versucht moderner zu werden, aber ich glaube, das ist auch ein Gebäudeproblem an sich. Kein Raum, kein Platz. Ich habe zum Beispiel als diensthabende Ärztin in so einem Raum geschlafen, wo es keine Fenster gab, wo es gar nichts gab, wo ich aber immer in der Nähe bleiben musste. Also das ist nicht mehr das, was man sich so vorstellt hier in Deutschland. Ich war auch operieren in Indien oder in Istanbul und selbst die sind dann deutliche Schritte weiter, was den Aufbau solcher Kliniken angeht, weil ich habe es live erlebt und habe immer gestaunt, ne, dass diese Länder, diese vermeintlichen, nicht so gut aufgestellten Länder bessere Bedingungen haben für ihre Mitarbeiter. Aber wie gesagt, Personal ist das Wichtigste und wenn man nicht auf die Schnelle so viel Personal kriegt, muss man das, was man hat, ziemlich gut wertschätzen und immer auf Augenhöhe begegnen und sie motivieren und nicht deprimieren oder auch im richtigen Moment, was ich auch sehr gerne immer getan habe, den Schwestern auf der Intensiv beim Umlagern helfen. Wenn sie vielleicht keine Zeit haben, selber das Blut abnehmen und so weiter. Also das ist elementar, dass wir in solchen Notsituationen auch wie Ärzte immer mit Hand anlegen. Also hauptsächlich ist es natürlich sehr wichtig, dass in der heutigen Zeit auch noch junge Leute ein Herz haben, um Krankenschwester zu werden oder Krankenpfleger zu werden, dass wir diese Berufe auch besser bezahlen. Denn gerade in dieser Zeit haben wir gesehen, wie nötig und notwendig diese Menschen sind. Ich glaube, sobald das dann wieder vorbei ist, kommt es wieder in den alten Trott. Aber kämpfen bleiben für diese Geschichte ist eine wichtige Sache. Und da bin ich völlig mit dir einverstanden. Ja? Ja. Du kommst ja aus einer Familie, Dilek, mit, also eigentlich türkische Gastarbeiter, deine Eltern, die sind nach Deutschland gegangen. Das macht dein Leben auch so spannend, ja. Du hast eine Mutter, die ist Analphabeten und dein Vater ist ganz jung gestorben. Wie war es für deine Eltern, wo sie damals nach Deutschland kamen? Klar wollte man erstmal arbeiten. Das war halt in den 60ern, 70ern etwas schwierig in der Türkei. Und da sind immer die Männer erst vorgegangen. Und die Familien sind dann nachgerückt. So war das auch bei meiner Familie. Mein Vater kam 69, meine Mutter zog 2 Jahre später hinterher. Es ist natürlich für sie so eine Zeit gewesen, wie für jeden Gastarbeiter. Wir kommen, um zu arbeiten, Geld zu verdienen und dann wieder zurückzugehen. Mhm. Und dann haben sich natürlich viele dann entschieden, doch dort zu bleiben, wo sie sind, weil sie es auch wertgeschätzt haben, dieses Land. Wo kamen deine Eltern her aus der Türkei? Aus der Schwarzmeerregion, da wo die Haselnüsse für Nutella gemacht werden oder besorgt werden. Und ja. Sie kamen aus einem Dorf. Wie gesagt, mein Vater war Standesbeamter in der Türkei, meine Mutter halt durfte nicht zur Schule und war für Haus und Haushalt zuständig. Und für die kranken Eltern. Aber gut, dann kamen sie hier nach Deutschland und haben dann, mein Vater hatte schon Arbeit und meine Mutter hat sich dann auch sehr schnell mit 18 Jahren dann durchgesetzt, auch arbeiten zu wollen und nicht nur das Kindermädchen für die Kinder zu sein. Und hat dann ihren eigenen Job gefunden und da hat sie auch 47 Jahre durchgehend gearbeitet am Fließband im Akkord. Mein Vater ist 1987 an einem plötzlichen Herztod, das war dann ein Herzklappenfehler, verstorben.
Meine Mutter hat uns dann 3 Kinder alleine großgezogen. Und diese Frau hat uns halt vorgelebt, wie wichtig es ist, dass man einen festen Halt hat, sprich den Job. Und dass man Geld nach Hause bringt und dann etwas auch Essen nach Hause bringen kann für die Kinder, ihnen eine gute Möglichkeit bietet, eine Ausbildung zu machen, zu studieren. Meine Mutter ist mit 36 Jahren Witwe geworden und ich habe ihr das natürlich enorm zu verdanken, weil sie danach nicht nochmal geheiratet hat und sich nur noch uns gewidmet hat. Das gibt es heutzutage auch nicht. Da bin ich ihr natürlich unendlich dankbar und möchte ihr und dieser Generation der Gastarbeiter mit meiner Arbeit auch ein bisschen was zurückgegeben, aber auch diesem Land, weil meine Mutter erzählt immer wieder, das, was ihr so widerfahren ist, ein Gutes zurückgekommen ist, gerade von den Neussern in der Stadt, wo ich auch geboren bin, aufgewachsen bin, das erzählt sie immer wieder und dass das ein ganz, ganz großes Gut für sie war, dass ihr diese fremden Leute geholfen haben, mehr als die eigenen Familienangehörigen. Und das hat mich natürlich geprägt als kleines Kind schon und immer noch. Ich möchte was zurückgeben, unbedingt, nicht nur diesem Land, sondern aber auch diesen Menschen hier, die so Gutes uns getan haben und natürlich auch ein Vorbild sein für die Generation, die jetzt kommen, die Geflüchteten von 2015. Auch da sieht man Vergleiche, auch sie kommen vielleicht aus anderen Beweggründen hierhin, aber auch denen will ich irgendwo zeigen, guck mal, wir haben es auch geschafft, aber wir haben es geschafft, weil wir uns integriert haben, weil wir die Chancen, die dieses Land uns geboten hat, auch genutzt haben. Und das müsst ihr auch so tun, ist immer so mein Credo. Und ich versuche das bestmöglich zu vermitteln. Also bist du Deutschland auch sehr dankbar, dass du diese Entwicklung gehen konntest. Wenn jetzt das Schicksal anders gewesen wäre und deine Eltern hätten sich nicht für Deutschland entschieden, dann wäre wahrscheinlich dein Lebensweg auch anders. Oder hättest du in der Türkei auch die gleiche Chance als Frau gehabt, so weit zu kommen? Das hat mich mal eine türkische Journalistin gefragt und ich sage immer, ich weiß es nicht. Ich bin aber auch nicht so eine, die dann sagt, wärst du jetzt in der Türkei, wäre das bestimmt alles viel schlechter. Ich weiß es nicht. Hätte es schlechter, hätte auch besser laufen können, man weiß es nicht. Ich war immer ein starkes Mädchen, immer selbstbewusst und immer ein sonniges Gemüt. Und ich glaube, das hätte ich auch dort gelebt. Kann man aber nie genau sagen. Klar sind die Umstände, was so jetzt die Medien hergeben, eine andere, ne? Dass die Frauen dort vielleicht nicht so große Chancen hätten oder Ähnliches. Ich war jetzt oft in der Türkei schon als kleines Kind und ich habe immer beobachtet, dass einige vielleicht sogar weiter waren als wir, die hier aufgewachsen sind, weil wir das Land verlassen haben, sicherlich jetzt in einer moderneren Welt vermeintlichen gelebt haben, aber die anderen sind auch weitergegangen. Die junge Generation ist auch voller Energie, voller Licht in den Augen. Und ich glaube, das kommt immer auf die Persönlichkeit an, sage ich immer, auf die Werte, die für einen vermittelt werden. Und dann kann man überall alles werden, was man will. Egal, was die Umstände sind, die hätte ich mir dann auch vielleicht dort dann entsprechend dann umgeformt, sage ich mal. Ich war auch nie in den besten Uni. Also ich war nicht in Oxford, ich war nicht in Harvard. Es ist deine eigene Welt und von dir ist es, glaube ich, abhängig, was du daraus machst. Ich glaube schon, dass deine Mutter ein großes Beispiel war, dass sie gezeigt hat, dass man auch mit sehr wenig und mit wenig Unterstützung Kraft haben kann, um Dinge durchzusetzen, wie sie auch gemacht hat in diese 34 Jahre, in diesen Amlau. Sie kam ja hierhin als Analphabetin, ja. Und trotzdem Arbeit finden, trotzdem nach draußen gehen, wo viele Frauen hinter die Türe bleiben. Ich glaube, diese Vorbilder haben dich sicher weiter auch gebracht im Leben. Ja, unbedingt, maximal. Also ich habe davon profitiert, dass ich in meiner Umgebung Menschen hatte, wie meine Mutter, wie meine Brüder, aber auch wie sehr gute Erzieher hier, die Familie Bisping, die immer etwas in mir gesehen haben und gesagt haben, du schaffst das, du machst das, gib niemals auf. Waren das Nachbarn, waren das Familie aus der Straße oder Freunde oder wer waren das? Nein, das waren die Erzieher aus dem Kindergarten von mir. Ach, genau, ehemalige Gymnasiallehrer noch aus der Kriegszeit, das waren auch Menschen, die harte Zeiten erlebt haben, wussten, wo sie herkommen, genauso wie meine Familie auch. Und es ist halt für Kinder, glaube ich, auch immer enorm wichtig, dass deine Umgebung dich maximal protegiert und fördert. Ja. Auch mental, ne? Auch wenn du noch nichts vorzuweisen hast, sage ich mal, aber trotzdem an dich glauben. Und das hat natürlich immer eine große Rolle bei mir gespielt. Und ich hatte auch dieses Glück, dass niemand mich aufgehalten hat auf meinem Weg. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, meine Mutter, die mir auch etwas vorgelebt hat, eine Frau, wenn die das ohne Lesen und Schreiben in einem fremden Land die Sprache nicht richtig beherrschen schafft, muss ich es auch schaffen. Hast du ja. Also in 2019 wurdest du ja
auch ausgezeichnet. Was war das genau für einen ganz wichtigen Preis, glaube ich? Medizinerin des Jahres 2019. Hast du denn deine Mutter so Huckepack genommen zu dieser Auszeichnung? Weil ein bisschen ist sie ja auch von ihr, ne? Ja, auf jeden Fall. Also dieser Preis ist natürlich an meine Mutter gewidmet, ohne Frage. Das ist der German Medical Award gewesen. Eine Initiative, die eine Kollegin an den Tag gerufen hat, den German Medical Club. Da ist eine Jury, ein Gremium und ein Kardiologe, der mich als Chirurgin kennt, meine Arbeit auch kennt, hat mich der Jury vorgeschlagen mit meiner innovativen Arbeit für die Kunstherzforschung und Therapie. Und ja, ich wurde einstimmig gewählt, die Medizinerin des Jahres 2019 zu werden. Ich war natürlich gerührt, geehrt, ja, unheimlich stolz natürlich auch, dass endlich mal so ein Medizinerpreis kommt. Als meine Mutter das erfahren hat, war sie natürlich auch unglaublich stolz. Und am Abend, wo ich diesen Preis bekommen habe, standen wir alle neben uns so ungefähr, weil wir konnten das auch nicht so wahrhaben, gerade auch meine Mutter. Weil wenn man sie fragt, sagt sie immer, das hätte ich mir nie im Leben erträumen lassen, dass das einmal so passiert, wie es kommt oder wie es gekommen ist. Wir sind einfach nur dankbar. Also Stolz ist immer dabei, aber mein Ego oder das von meiner Familie ist immer, ja, wir haben überhaupt gar keins, was das angeht. Weil, wie gesagt, eine Arbeit, die du geleistet hast, wurde jetzt anerkannt. Und einfach nur stolz und ja, aber trotzdem immer noch weitermachen, immer ganz weiter nach vorne gehen. Und das wirst du ja auch, weil eigentlich willst du noch viel, viel, viel mehr in die Zukunft machen. Es gibt ja viele, also bei uns in den Niederlanden, in Belgien, auch Spezialkliniken, die eigentlich nur mit einem Thema beschäftigt sind. Und das ist in Deutschland ab und zu auch schon so, ne? Jetzt willst du eine Spezialklinik gründen für Herzpatienten. Wo soll die kommen und wann ist diese Idee bei dir entstanden? Also es gibt in Deutschland schon 80 herzchirurgische Zentren. Die einen sind groß, die anderen sind klein, die einen decken alles ab, die anderen halt weniger ab. Ich finde aber trotzdem, ich will eine Klinik für diese schwerstkranken Patienten mit terminaler Herzinsuffizienz, die also im Endstadium ihrer Herzerkrankung sind und ihnen auch in einem Zentrum die beste Expertise im Sinne von die besten Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal, Reinigungskraft, Koch, die sich nur auf sie fokussieren. Denn im Normalbetrieb in einem Krankenhaus, in einem Herzzentrum, haben wir auch die normalen Notfalleingriffe, die normalen, einfacheren, sage ich mal, Bypass-Operationen, Herzklappenoperationen. Und die Patienten gehen halt manchmal auch verloren in diesen ganzen großen Fabriken zum Teil, ja. Auch wenn sie gut strukturiert sind. Ich erlebe immer noch so oft, dass die Patienten, die eigentlich schwer krank sind, ihre Koffer selber noch zum Zimmer tragen müssen, weil gerade der Hol- und Bringedienst nicht da ist, keine Zeit hat, irgendwo anders ist und so weiter und so fort. Und ich möchte halt diesen Patienten in diesem Zentrum die volle Aufmerksamkeit auf sie geben und ihnen die beste Therapie mit der besten Erfahrung und aktuellen Forschungsergebnissen sofort auch ausführen können und die Patienten auch ein gutes Feeling geben, ne, dass wenn sie ins Gebäude reinkommen, gut empfangen werden. Wie gesagt, das fängt ja schon bei der Aufnahme an, wenn man irgendwelche Zettel erfüllt. Man kriegt kaum Luft und muss irgend so einen Zettel ausfüllen, damit man später auch Geld geben kann und so weiter. Also das fängt ja schon da an. Wie gesagt, ich habe es vor und ich werde das auch sicherlich dann schaffen. Klar ist die Konkurrenz da und sie schläft nicht. Sie wollen dir auch allein, weil sie ja dir nicht gut zu sprechen sind, dich behindern. Und das gehört dazu. Dafür habe ich ja, wie gesagt, jetzt zu breite Schultern, dass ich sagen kann, ich stehe da meiner Frau schon und werde jetzt klein anfangen. Im Dezember fange ich an. 1. Dezember geht's los. Super! Genau. Und ich hoffe nur das Beste. Ich fange sehr, sehr klein an. Ich werde nicht sofort die großen... Wo ist das? In Düsseldorf. Es ist eine Privatklinik, weil in Deutschland es natürlich nicht so einfach ist, auch für gesetzlich versicherte Patienten nochmal eine Herzchirurgie zu finanzieren, weil die Regierung sagt, es gibt doch 80 Herzzentren, Frau Gürsoy, da können die Nicht-Privatpatienten ja dahin gehen. Haben Sie vielleicht auch recht? Weiß ich nicht. Ich will erstmal Ergebnisse liefern, Zahlen liefern, wie das halt manchmal immer so im Leben ist. Und dann wird das auch, denke ich mal, kommen. Ich muss aber nur anfangen, weiß ich jetzt. Und die Patienten müssen wieder an eine gute Ärztin ran. Also auf jeden Fall bist du nicht nur eine Herzchirurgin, aber du musst auch noch geschäftliche Qualitäten haben. Und große Schubladen mit Geld organisieren, um dies alles zu realisieren. Dilek, ich habe mal gelesen, dass bei Frauen es anders
sich zeigt, wenn eine Herzkomplikation entsteht, als bei Männern. Also hier in dieser schöne Schrank, sehr viele Frauen sitzen, die zuhören. Woran kann eine Frau merken, dass irgendwo was nicht stimmt? Gendermedizin ist ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn wir uns das auf das Herz fokussieren, ist es so, dass immer gesagt wird, die Männer erkranken am meisten am Herzen, kriegen schneller einen Herzinfarkt oder zu 70% nur sie betroffen. Das hat sich aber als Irrtum herausgestellt, aber schon seit Jahren. Und jetzt ist es, wie gesagt, endlich medial präsent auch geworden, dass Frauen andere Symptome beim Herzinfarkt haben. Das fängt mit Übelkeit, Erbrechen oder Unwohlsein an. Also so, als wenn man seine Tage hätte, ja. Ja. Und wird halt meistens auch unterschätzt und die meisten Komplikationen treten schon auf, bevor sie zum Arzt kommen oder vielleicht auch versterben und deshalb sind diese Zahlen auch so im Ungleichgewicht. Es sind genauso viele Frauen betroffen wie Männer, in so einem Herzinfarkt zu versterben oder zu erkranken. Nur wie gesagt, sind sie halt in den Kliniken nicht so präsent. Also wenn eine Frau in die Notaufnahme kommt, sagt sie, mir geht's nicht gut, da denkt jetzt keiner daran, die Herzenzyme vielleicht mit abzunehmen. Die sind Wechseljahre. Oder das, ne? Ja. Und das ist Gott sei Dank, wie gesagt, jetzt mehr Thema geworden. Und gerade auch das einzige Gendermedizininstitut in Berliner Charité, eine Vorreiterin, ist dort die Chefin und die jetzt das Thema überall schon präsent macht. Ich tue meinen Teil auch dafür, das anzusprechen, egal wo ich bin, weil diese Patienten, je später sie kommen, umso schlimmer ist auch natürlich der postoperative Verlauf. Und deshalb muss man diese Frauen auch früh erreichen, eventuell erst gar nicht operieren müssen, sondern einfach mit Stents, Medikamenten so weit kriegen, dass es ihnen auch besser geht. Und es gibt Gott sei Dank jetzt auch mehr Kliniken, die Frauenambulanzen haben in der Kardiologie, in der Herzchirurgie, die sich darauf fixieren. Ich tue meinen Teil dazu bei und alle Frauen, die ihre Beschwerden haben und wenn sie zum Arzt gehen, sollen das bitte auch auffordernd sagen, bitte kontrollieren Sie auch Herzwerte oder ähnliches. Das ist immer auch so ein Appell an die Patienten selber, dass sie Anforderungen stellen an den Arzt, weil der Arzt, wenn sie Pech haben, kommt selber nicht da drauf. Das ist im Hausarztgeschehen ein bisschen anders. Die haben jetzt andere Probleme mit Covid, mit Erkältungen, bloß nicht reinkommen und so weiter, ist ein Thema. Ganz im Gegenteil, wenn sie Beschwerden haben, jeden Arzt nerven, denn einmal zu viel nerven als einmal zu wenig, sage ich immer. Aber die neue Gesetzgebung auch in den Krankenhäusern, also eine Freundin liegt in ein Krankenhaus jetzt mit einer schlimmen Krankheit und die hat eine Tochter und die darf sie nicht mehr besuchen, ihr Mann darf nicht mehr kommen. Also da, zurzeit sind da ja Tragödien im Gange. Ne? Also das ist ja so traurig und so menschentehrend eigentlich. Ne? Ja, das ist für den Einzelfall betrachtet immer ganz, ganz schlimm. Aber da es ja jeden Tag diesen Andrang an Patienten geben würde in dieser speziellen Zeit, muss man das tatsächlich, glaube ich, so handhaben. Aber ich bin mir sicher, und da vertraue ich auch meinen Kollegen in den anderen Krankenhäusern, dass in diesen speziellen Phasen des Abschieds vielleicht Ausnahmen gemacht werden können für den einen oder anderen. Aber es ist, wie gesagt, schwierig, wenn Sie eine ganze Masse unter Kontrolle halten müssen, anstatt nur halt Einzelpersonen. Es ist eine schwierige Zeit. Ich möchte nicht da drin stecken. Ich möchte nicht diese Angehörigen dann haben, die ich dann nicht besuchen kann. Es ist, also ich kann es auch nicht schönreden, die Situation. Es ist eine schlimme Sache. Ich kann sie aber auch leider Gottes nicht für die meisten dann halt verbessern. Es ist eine Zeit, wo wir alle ein bisschen zurückstecken müssen. Auch eine schwierige Zeit, aber ich bin mir sicher, dass es auch bessere Zeiten kommen werden, ganz sicher. 2021 hoffentlich. Inshallah, sagen wir da. Inshallah, ja. Also Dilek, ich finde dich eine großartige Frau. Von diesem Hintergrund, so weit in Deutschland zu kommen wie du. Also wenn ich mal was an meinem Herzen habe und nicht nur Herzschmerz von einem Mann, aber irgendwie eine andere Problematik, dann würde ich immer zu dir kommen. Ich habe vollstes Vertrauen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe, auch für Ende des Jahres, für Weihnachten. Liebe Grüße an deine Mama und danke, dass du uns so ausführlich erzählt hast. Und alle das Buch kaufen, denn es ist ein Buch, ich habe es gelesen. Also davon kriegt man Kraft und weibliche Stärke. Ich danke dir vielmals, wirklich eine ganz besondere Ehre mit dir. Vielen Dank. Danke, Dilek, alles Liebe. Ne? Tschüss.